Der Generalsekretär der CDU, Hermann Gröhe, zu Gast im Harz. Im Harzkreis ist Wahlkampf. Mehr als ein Dutzend Kandidaten treten für verschiedene Kommunal- und Bundestagsämter gegeneinander an. Los geht es bereits am 1. September. Dann wird in Halberstadt ein neuer Bürgermeister gewählt und der Harzkreis muss sich für einen neuen Landrat entscheiden. 3 Wochen später findet dann die Bundestagswahl statt. Um möglichst erfolgreich zu sein, werden die wichtigsten Straßenzüge in der Region wieder zuplakatiert und die Kandidaten sind bemüht, möglichst viel Politikprominenz im Harzkreis auftreten zu lassen. Den Anfang machte bereits Mitte Juli der Generalsekretär der CDU, Hermann Gröhe. Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Heike Bremer besuchte er verschiedene Unternehmen in der Harzregion. Anschließend traf sich der Bundespolitiker mit den CDU-Kandidaten für den Harzkreis im Halberstädter Brauhaus zu einem kleinen Talkgespräch, das von Ulrich Thomas, dem Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden der CDU, moderiert wurde. Ein Thema war die Vorstellung der Regionalmarke Typisch Harz. Aber auch alle anderen kommunal- und bundespolitischen Themen wurden behandelt. Neben dem Generalsekretär der CDU, Hermann Gröhe, hatte die CDU auch die Bundestagsabgeordnete Heike Bremer, den Bürgermeisterkandidaten der CDU für Halberstadt, Daniel Zarata, sowie den amtierenden Landrat Martin Skiebe zum Talk eingeladen. Mit der Gastronomin Angela Brümmer gehörte auch eine Jungunternehmerin zur Talkrunde, die noch einmal beschrieb, wie schwierig es ist, sich in Deutschland selbstständig zu machen. Angela Brümmer leitet seit einigen Monaten die Eventgaststätte Meine Burg in Schlanstedt. Insbesondere in der Gastronomie fehlen im Harzkreis die nötigen Fachkräfte. Viele Unternehmen suchen händeringend nach ausgebildeten Mitarbeitern oder geeigneten Auszubildenden. Auch der amtierende Landrat Martin Skiebe sieht hier in der Zukunft großen Handlungsbedarf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zunächst mal stabile Strukturen hier vor Ort aufbauen. Das fängt mit den Grundschulstandorten an. Das heißt also, dass Auszubildende hier in der Region bleiben, hier in der Region Perspektiven bekommen. Wir haben hier im Landkreis Harz die Hochschule Harz. Wir haben vielfältige Möglichkeiten. Wir haben ein gutes Bildungssystem. Das muss aufrechterhalten bleiben und muss als Grundlage dienen für die Perspektiven junger Leute. Aber wir müssen natürlich die Verbindungen zwischen Schule und Wirtschaft noch verstärken. Dass gerade da, wo junge Menschen Orientierungshilfen brauchen, wenn sie sich entscheiden müssen für einen bestimmten Lebensweg, dass sie auch Unterstützung bekommen. Es muss mehr Möglichkeiten geben, in Unternehmen Praktika zu absolvieren. Es muss mehr Möglichkeiten geben, zu sehen, wie sieht der Arbeitsalltag tatsächlich aus. Was gibt es für interessante Unternehmen hier vor Ort? Das kann nicht allein in der Schule erfahren werden, sondern das muss man wirklich vor Ort erfahren. Es ist, denke ich, auch wichtig, für die Unternehmen mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, damit sie sehen, was es da für Möglichkeiten auch gibt. Und wir müssen eine Willkommenskultur schaffen. Ja, es haben Menschen den Landkreis Harz verlassen, das ist richtig. Und wir müssen viele von ihnen zurückholen. Aber wir müssen das gezielt tun. Eine Willkommenskultur bedeutet auch, dass wir die Menschen brauchen, die eine bestimmte Ausbildung haben. Und es gibt dafür auch gute Beispiele. Die nächsten Wochen werden spannend werden. Denn für die CDU im Harzkreis geht es nicht nur um eine Bundestagswahl, sondern auch noch um den Einzug von Daniel Zarata in das Halberstädter Rathaus und die Wiederwahl des amtierenden Landrats Martin Skiebe. Der Generalsekretär der CDU, Hermann Gröhe, nahm deshalb auch noch einmal an diesem Abend die Gelegenheit wahr, um die Wertvorstellungen der CDU zu erläutern. Insofern gehört zu einer konservativen Partei oder auch konservativen Partei immer beides. Nämlich, dass wir bleibende Wertvorstellungen haben, die sind uns Orientierung, Wertschätzung für die Familie, Vorrang auch der sozusagen der Eigeninitiative, dass wir sagen, nicht der Staat soll alles regeln, sondern der Staat soll einen Rahmen setzen, damit Menschen Freiheit entfalten können, wirtschaftlich erfolgreich sein können, Verantwortung für andere tragen. Aber diese Grundprinzipien, die müssen jeweils in die Zeit gesetzt werden, die müssen ja mit heutigen Lebensverhältnissen zusammenkommen. Und deswegen muss eine Volkspartei immer beides sein. Grundsatztreu und nah bei den Leuten. Und dann entwickelst du dich natürlich auch weiter. Vielleicht ein Thema mehr der westdeutschen Bundesländer, aber natürlich reden wir heute auch in Köln oder in einem kleinen Dorf in der Eifel über Kinderkrippen für Kinder mit 2, 3 Jahren anders, als das in Westdeutschland vor 15 und 20 Jahren geschehen ist.
oder über Ganztagsschulangebote. Das ist aber kein Widerspruch zu der Grundsatzposition, dass wir an der Seite der Familie stehen. Im Gegenteil, die Grundsatzposition würden von jungen Leuten als hohl empfunden, wenn wir nicht sagen würden, was ist heute bei euch notwendig. Zum Abschluss des erfolgreichen Talkabends überreichte die Bundestagsabgeordnete für den Harzkreis Heike Bremer ihrem Berliner Kollegen Hermann Gröhe noch ein paar typische Produkte aus dem Harz. Gröhe verließ jedoch die Veranstaltung nicht, ohne seinem jüngeren Kollegen Daniel Zarata einige Tipps für die Bürgermeisterwahl mit auf den Weg zu geben. Also ich war in seinem Alter Bundesvorsitzender der Jungen Union, damals schon, häufig übrigens auch im schönen Sachsen-Anhalt. Und entscheidend ist, er ist ein zupackender junger Mann. Und deswegen denke ich, Herr Zarata bringt Erfahrung und Tatkraft mit sich, aber auch die Neugier eines jungen Mannes, der noch Ideen hat. Das tut Halberstadt gut. Welche Tipps können Sie denn als alter Profi ihm so mitgeben? Nahe beim Bürger. Ich merke bei ihm, dass er brennt für Halberstadt, sich interessiert für das, was die Leute bewegt. Und das ist das Wichtigste für uns Politikerinnen und Politiker, dass wir nicht nur eine parteipolitische Überzeugung haben. Natürlich haben wir eine Überzeugung, aber dass es uns darum geht, ganz nah bei den Menschen zu sein, dass man spürt, es ist die Liebe zur Heimat. Er sagt, Halberstadt wird unter Wert regiert, da ist mehr möglich im Tourismus, in der Pflege der Kulturschätze als gastfreundliche Stadt. Herr Zarata, jetzt haben Sie die einmalige Chance, mal den Generalsekretär der CDU zu fragen, was Sie vielleicht noch so bewegt oder was Sie gerne noch wissen möchten. Ja, Herr Generalsekretär, Sie haben ja eben schon deutlich gesagt, wir müssen näher beim Bürger sein und wir versuchen das auch als CDU in Halberstadt und ich mache auch viele Bürgerspaziergänge. Das heißt, ich bin auch in den Ortsteilen präsent und Sie sagten vorhin selber, 50% der Bevölkerung Deutschland lebt im ländlichen Bereich. Und da ist meine Frage an Sie einfach, wie kann man die Leute noch mehr erreichen, dass wir wirklich, dass alle auch für die Stadt brennen. Ich sage immer, nur wer selber brennt, kann zünden. Das ist auch, denke ich, da sind Sie mit mir einig. Aber was können Sie mir mit auf den Weg geben? Wie können wir die Leute noch mehr begeistern, sodass sie dann auch noch begeisterter von ihrer Stadt sind? Ich sehe, dass viele Menschen sagen, wir leben gerne in diesem Land. Und gerade jetzt hier im Harz habe ich das erlebt, bei denen, die ein Unternehmen gründen, die in einem Verein tätig sind. Und gerade auf solche Menschen zuzugehen, die ein Stück ihrer Heimat gestalten, die darum auch Vorbild sind in der Haltung zu sagen, wir wollen was tun für unsere Heimatstadt, ist, glaube ich, der richtige Schlüssel. Und deswegen mein Appell, wirklich zu sagen, das in den nächsten Wochen so stark wie irgend möglich ist. Wir gehören auch an den Schreibtisch, aber vor allen Dingen ins persönliche Gespräch. Bis wir endlich an die Wahlurne gehen dürfen, wird noch viel Politikprominenz in den Harzkreis kommen. Den 22. August sollten Sie sich aber bereits jetzt schon vormerken. Dann kommt mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel die laut Forbes-Liste mächtigste Frau der Welt in unseren Landkreis. Wer allerdings keine Lust auf den politischen Rummel hat, der sollte einmal eine Jungunternehmerin unterstützen und in der Eventgaststätte Meine Burg in Schlanstedt essen gehen.